Hallo Leute, und zur gruseligen Zeit geht es ab in den Moviepark. Genau. Zu den Horrorwood Studios. Auf einem gruseligen Sonntag. Ja, wie gestern angekündigt, zu kurz vor Halloween-Start kommen die ersten Regentropfen runter. Ja, die Wolken verdustern sich. Passt irgendwie zu Halloween, außer der Regen, so, der könnte wegbleiben. Ja, wir gehen jetzt Halloween im Park rein und landen dann direkt im Monster Walk. Direkt Grusel. Nein, hau!
Winterjacke? Winterjacke. Schick dir Baby. Ist aber auch zu kalt, ne? Ja Leute, und nach dem Monster Walk seht ihr ein paar Monster auf der Straße und dann geht's für uns zum Ninjago. Gruseln lassen. Leider dürfen wir euch nicht mitnehmen. Ja, zum Zeitslot stellen wir uns jetzt an. Ja Leute, da kommen wir von Ninjago und? Ja, ich fand die Monster haben sich echt Mühe gegeben. Ja, war mal wieder schön nach so vielen Jahren. Ja, das stimmt. Ich wusste zwar noch die Gänge ungefähr, aber ja. Naja, ich bin einmal vor einer Wand gelaufen. Und einmal habe ich ein Monster umgerannt. Das stand so dunkel. Nein, ja. Hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, und sie haben einen Jungen von Ninjago. Ja. Und jetzt geht's für uns danach ins Slaughterhouse. Eine Runde Slottern. Ich verkaufe seine Arme. Bestimmt vielleicht. Ja. Nicht sein Kopf. Ach nein, hier kriege ich ja nichts für. Ach doch. Hallo. Ja, und wie war Slaughterhouse? Ja, mir wurde geholfen. Ja. Ja, aber so viel Nebel habe ich den Weg nicht mehr gefunden. Da war ein nettes Monster, packt mich so hinten und schickt mich weiter, damit ich raus kann. Ja, war ganz ja. Nett. Ja, war nett, definitiv. Habe ich mich auch bedankt, habe gesagt, danke fürs Helfen. Aber das alles kam erst nach seinem Gesangseinlage mit Gerda. Ja, aber wenn Gerda da ist, dann heißt das hier grundsätzlich, ne? Blau und weiß, wie lieb ich dich. Ja, so muss das dann. Ja. Und jetzt geht's mal weiter für uns im Park. Jetzt lassen wir uns überraschen, was noch auf uns zukommt. Jetzt krieg ich Angst. Plan ist aufgebraucht. Geht jetzt ab nach Final Cut Studio Tour. Ab in die Horrorwood Studios. Ja. Dafür muss ich auch ins Nickland zu Halloween. Selbst wenn die Kinder nicht dabei sind. Ich habe schon am Anfang angefangen zu sprechen.
Nach einer schönen Runde Final Cut geht's jetzt nochmal durch die Monsterzone. Das erste Monster habe ich gefunden. Da. Und jetzt gibt es noch eine Mystery Box Fairware Show am Santa Monica Pier. Viel Spaß mit den Clowns. This is a story of a young man, a tiny, mystical and magical box, and a powerful soul known only as the Ringmaster. Lord of his world of unusual clowns, marionettes, and other various dark circus beings. And the decisions and choices the young man must make in order to save his soul. Not only from them, but also from me. For I am the Ringmaster, and I want and need that box. Thank you.
schönen Mystery 4 Web Mystery Box 4 Pier Show geht jetzt ab nochmal am Rusel Straßenbereich. Ja, ab in die Scarezone und dann geht's schon zur Abschlussfahrt. Aber dann melden wir uns dann nochmal. Da der Park ja heute schon um 21 Uhr schließt, geht jetzt langsam dem Ende zu. Und jetzt geht es zu unserer Abschlussfahrt. Star Trek! Ja, wir haben es geschafft! Und schon ist es ruhig hier am Park, weil wir haben 22 Uhr. Nee, 21 Uhr. Hat der Park mich doch wieder angelogen. Hm. Ich habe gehört, das macht er jeden Sonntag. Ja. Ja, ist ja auch mal was Außergewöhnliches. Ja. Ja, so geht ein kurzer Halloween-Tag für uns wieder zu Ende. Ich fand ihn aber sehr schön, ja, weil wir auch mal endlich wieder Maces gemacht haben. Ja, definitiv. Ja. Ja, aber es kommen ja noch ein paar Halloween-Tage. Nein. Doch. Oh. Ja. Dann schauen wir, wann wir das nächste Mal hier hinschaffen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, nee, lasst erstmal ein Like da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Und jetzt kommen wir zu dem Part, dass noch so viele noch nicht abonniert haben, die die Videos gucken. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn ein neues Video kommt, das abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke drücken, genau. Dann werdet ihr informiert, wenn das neue Video da ist. Und wenn wir das getan haben, sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit Vini, nur für euch unterwegs und super gruselig.